hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute dekorieren wir für Liams Babyparty. Ich bin total aufgeregt und bin schon super gespannt. Ich habe ein paar Sachen, die ich mir so in meinen Kopf gesetzt habe, die ich ganz gern umsetzen möchte. Mal schauen, ob mir das gelingt. Ich nehme euch dazu mit und hier sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Also das ist ein Anblick ja, jenseits von Gut und Böse, aber gut, so ist es halt. Es ist auch ein ganz großes Paket angekommen von Dekorami. Damit ja, wird jetzt dekoriert, beziehungsweise ich habe mir auch noch was überlegt. Und zwar wollte ich ganz gern einen Foto-Backdrop basteln und noch ein paar andere Sachen hatte ich mir überlegt, jetzt an Deko, die ich noch selbst basteln wollte. Und ja, dazu nehme ich euch mit heute in diesem Video. Ich habe schon ein bisschen angefangen, also der Tisch ist jetzt schon, ja, so ein bisschen hergerichtet. Ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Und zwar sieht der so aus jetzt, aber der ist natürlich noch nicht fertig, ganz klar. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's! Ich kann euch ja mal zeigen, was angekommen ist. So sieht es jetzt hier aus. Ihr könnt es euch schon denken, ne? Das Farbschema, Gold und Hellblau. Beziehungsweise hier habe ich auch noch Rose Gold. Das soll dann an den Foto-Backdrop, beziehungsweise ich habe auch noch Luftballons mit Buchstaben. Also Liam steht da. Da muss ich mal schauen, ob ich das dann eben an den Foto-Backdrop mache oder an die Glasfassade. Auch lustig, hier steht noch Happy hier. Da sollen dann ganz viele Luftballons hin. Und ja, wir schauen dann jetzt einfach mal. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal, wie wir den Foto-Backdrop gebastelt haben. Und zwar war ich bei Obi. Ich habe mir Messingrohre gekauft. Der Max hat sie mir dann zugeschnitten und dann hat er sie mir zusammengesteckt. Wir haben dann das Ganze nochmal extra bombenfest gemacht mit Sekundenkleber. Es war ziemlich lustig, weil ich auch auf Instagram gefragt habe, was ihr denn meint, was das werden könnte. Ich habe es nämlich nicht verraten. Und dann kamen irgendwie ja ganz lustige Kommentare von wegen, ja, wir werden dann Limbo tanzen bzw. spielen oder es sollen irgendwelche Saufrohre werden, was natürlich nicht der Fall ist. Jedenfalls hat der Max sich sehr viel Mühe gegeben. Ich habe es dann im Anschluss noch dekoriert. Ich war beim Gärtner und habe noch Eukalyptus gekauft, beziehungsweise verschiedene Gräser und Blumen. Und ja, ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis und da sollen dann eben schöne Bilder entstehen. Ich hätte noch ein Passepartout, das ich befestigen könnte, aber da weiß ich noch nicht, ob ich das verwende. Und ansonsten werden, wie gesagt, die Luftballons dran gemacht und dann schauen wir mal, ja, wie schön die Bilder werden mit diesem wunderschönen Schätzchen. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. Too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break in. Also mein Deko-Herz geht gerade voll auf. Wir haben so viel bei Dekorami, das ist der echte absolute Wahnsinn. Schaut euch das mal bitte an. Richtig, richtig schön. So, Lampions machen wir noch dran. Hier sind diese Teile, um die Helium-Luftballons zu beschweren. Dann war das hier ein Set, und zwar ist es dieses Baby-Party-Set. Also da sind mehrere Sachen dabei, Servietten, Luftballons, Pappbecher, ja, da müsst ihr mal schauen. Also ich kann euch das auch gerne mal unten in der Infobox verlinken, falls ihr auch eine Party habt und was Schönes dekorieren möchtet. Ach, hier haben wir auch noch sowas. Oder sowas haben wir auch noch. Für, ja, Heliumhalter, ne? Genau, und der Max hat ja das gerade. Hast du gut gemacht, Max. So, okay, dann machen wir mal weiter. Du darfst die dann aufblasen. Ah, tschüss, dann muss man die Punkte abmachen und dann legen. Ja, das kriegt dann so zusammen. Oh, da müssen wir erstmal schauen, wie das geht.
Max, für sowas bist du eher zuständig. Aber das geht doch auch einfach nur so zum Aufklappen, oder? Keine Ahnung, wie das macht. Ich hab das noch nie gemacht mit den Dingern. Ich hab das dann einfach so zusammen. Ja, ich versuch das. Ja. Mega schön, oder? Kriegst du es hin? Nö. Ich habe es natürlich kaputt gemacht fast, oder? Ich habe einfach mal das Band weggemacht, dabei musste es dranbleiben. Ah ja, und jetzt muss man das so hochziehen, oder was? Ja, aber ich frage mich, wie das so bleibt. Also so. Wo ist denn die Anleitung? Hier. Anleitung. Ich hasse Gebrauchsanleitungen. So many questions that I wanna ask, but I can find the reasons why. You always find a small excuse to leave. What's your excuse to make me cry? My love was lost when you came and took it all. Okay, ich geb's zu, ich habe immer ein bisschen Angst mit Helium. Deshalb macht es jetzt der Max, aber ich glaube, es ist ziemlich einfach. Wir schauen uns das jetzt mal an. Mal gucken, ob ich das dann jetzt im Anschluss mache. Wir haben ja einige Ballons hier, ne? Okay, Max, also was müssen wir machen? Ventil abschrauben. Okay, Ventil abschrauben, hört sich schon mal gut an. Dann so ein Aufsatz. Und jetzt geht's gleich los, oder was? Ja, das war's schon. Das war's schon? Okay. Hier mein Profi. Okay, für was machst du den dran? Passend zu den Luftballons. Ah! Ist doch einfach! Also du gehst dann da einfach ein bisschen nach unten, oder was? Ja. Ah ja, okay. Gut. Super. Fertig. Okay, dann kann ich jetzt quasi die anderen machen. Ja. Na toll, danke. Meine Lieben, wir sind fertig mit Dekorieren. Ich bin total zufrieden mit dem Ergebnis. Ich muss sagen, dass es schon ganz schön lang gedauert hat. Also es war sehr zeitaufwendig. Klar, wir machen das ja auch nicht jeden Tag. Also wenn man das, ja, den Trick raus hat, dann geht's, glaube ich. Und ja, ich zeige euch jetzt, wie es aussieht. Ich bin total aufgeregt. Die Gäste kommen gleich. Und ich habe es tatsächlich geschafft. Ein paar Kleinigkeiten noch. Also da hinten möchte ich dann noch Wasser in den Wasserspender reinfüllen. Das muss ich noch machen. Aber das wollte ich halt am Schluss machen, damit die Kohlensäure noch drin bleibt. Und ja, ich freue mich total. Ich blende euch jetzt noch ein paar Einblicke ein, wie es jetzt im Endeffekt geworden ist. Und ihr merkt schon, ich bin total aufgeregt. Der Max, der mixt jetzt gerade noch ein paar Drinks. Warum auch immer. Ich glaube, das ist jetzt sein Alibi. Die wollen nämlich heute Abend auch feiern gehen. Und ja, das möchte er dann wahrscheinlich auch mitnehmen, jedenfalls, ja, oder er möchte die Gäste abfüllen, das kann natürlich auch sein. Ja, ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat, schaut gerne mal unten in die Infobox, ich versuche euch alles rauszusuchen, was ich so hier gekauft habe, was ich organisiert habe, beziehungsweise, ja, woher das Ganze ist und, ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, ich bin total aufgeregt, ihr merkt's, ne, und ja, seid auf jeden Fall mit dabei. Beim nächsten Video, wenn ich dann ja, quasi die Babyparty an sich online stelle, die ich dann natürlich auch mitfilmen werde. Ist gut? Thank you.
those days are gone. I'm walking tall while you're. Schönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Max, was machst du da? Ja, okay, er mixt. Ach, übrigens, das Foto-Backdrop-Teil, das ist hier drin, das soll als kleine Überraschung sein für die Gäste. Das blende ich euch jetzt natürlich auch noch ein, wenn ich es nicht schon gemacht habe. Ja, okay, also bis dann. Tschüss!